Das Besondere an diesem Stützpunkt ist, dass wir zum ersten Mal auch eine Lehrwerkstätte gebaut haben, wo wir Lehrlinge ausbilden, die wir später vielleicht für unseren Dienstbetrieb einsetzen können. Also am Stützpunkt ist die Ausbildung zwar großartig, aber es ist einfach nicht die Zeit und der Platz verfügbar, damit sie alles sehen und natürlich auch größere Reparaturen durchführen können. Das machen wir dann hier in der Lehrlingswerkstätte. Ich mag Kfz-Mechaniker werden, weil meine ganze Familie autoverrückt ist. Ich bin genau aufgewachsen mit einem Autoschrauben, mit Autotreffen, eigentlich alles rund ums Auto. Ich finde es super, dass ich hier nicht der einzige Lehrling bin, sondern dass wir mehrere Lehrlinge sind und zusammen lernen, zusammenarbeiten und sich da gegenseitig pushen können und helfen können. Also mir gefällt es beim MTC gut, weil man halt einfach Leute helfen kann, weil alle das gleiche Hobby haben, alle miteinander gut klarkommen, alle recht cool draus sind und weil es einfach miteinander viel mehr Spaß macht, jeden Tag arbeiten. Ein Lehrling, der nichts angreifen darf, der kann nichts lernen. Wenn ich zwei Linke habe, dann kann ich schwer was umsetzen, was ich zwar theoretisch weiß, aber praktisch keine Ahnung habe, wie es eigentlich angehen soll. Das macht mir einfach Freude zu sehen, wie junge Leute das aufnehmen und sich weiterentwickeln. Am Ende geht es uns darum, jungen Menschen eine Perspektive zu geben und dafür haben wir in St. Pölten nun hervorragende Voraussetzungen geschaffen.